Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir an diesem Pfingstmontag auch hier bei uns zum ersten Mal mit der Gesamtkirche, wie das Papst Franziskus jetzt eingeführt hat, Maria als Mutter der Kirche begehen, dann klingt aus den letzten Jahrzehnten ein Streit an, der etwas merkwürdig anmutet. Denn um diesen Titel Mariens wurde beim letzten Konzil heftig gestritten. Es gab ganz starke Auseinandersetzungen von Bischöfen, die das ablehnten, und solchen, die das festgeschrieben haben wollten in den Dokumenten. Und wie das oft so ist bei Konzilien und auch in unserer Kirche, gibt es am Ende einen Kompromiss. In den Dokumenten steht es nicht, aber bevor das Dokument proklamiert wurde, hat Paul VI., der diesen Titel sehr mochte und Maria als solche verehrte, Maria als Mutter der Kirche proklamiert. Und dann dauert es wieder einige Jahrzehnte, bis auch wir es feiern dürfen. Dabei, man wundert sich manchmal, ist das vielleicht, wenn man das Neue Testament kennt und liest, das Normalste der Welt. Wir haben eben diese Stelle im Evangelium gehört, die ja nicht nur so etwas wie ein letzter menschlicher Wille Jesu ist, wie es das Johannesevangelium bezeugt, sondern die einen ganz großen Bogen spannt. Wenn wir allein auf die Anrede Jesu an seine Mutter achten. Er nennt sie Frau. Er sagt nicht Mama. Er nennt sie Frau. Das hat er schon einmal getan im Zeugnis des Johannesevangeliums. Wir erinnern uns vielleicht ganz am Anfang bei der Hochzeit zu Kana. Als sie sieht die Hochzeitsgäste und das Brautpaar in großer Verlegenheit, sie haben keinen Wein mehr, auf menschliche Art den Sohn drängt zu helfen. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Und jetzt wieder dieses Wort, ganz am Ende, Frau. Es spannt den Bogen von den ersten Seiten der Bibel, da die Frau erschaffen wurde, damit der Mensch ganz sei und zu seiner Ganzheit finde. Und dieses Experiment dann, wie wir wissen, einen ganz merkwürdigen Verlauf nahm. Bis hin zur letzten Seite der Bibel, wo die Frau als die geschmückte Braut erscheint und wo wir lernen, dass wir bei der Frau immer die Kirche mitdenken können und müssen. Und so werden beide hier unter dem Kreuz aufeinander verwiesen. Der Jünger, der nicht geflohen ist nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, der bei seinem Herrn auch unter dem Kreuz bleibt, und die Frau, die Mutter, wie sie jetzt hier genannt wird. Sie, dein Sohn, sie, deine Mutter. Seit dieser Stunde kann man das nicht mehr voneinander trennen. Die Jüngerschaft Christi, seine Kirche und die Mutter. Denn beides trifft sich in der Frau. Beides trifft sich im Selbstverständnis der Kirche. Und so ergeht im letzten Wort des Evangeliums die Aufforderung an uns. Wenn es dort heißt, von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das ist die schwächstmögliche Übersetzung. Wörtlich heißt es, und das ist deutlich besser übersetzt, er nahm sie in das eigene. Und schon die Väter denken darüber nach, ja, aber was kann das sein? Er hat ja nichts. Er sagt ja mit den anderen Jüngern, sie, wir haben alles verlassen. Ja, wohin nimmt er sie denn da auf? Er nimmt sie in den eigenen Lebensvollzug auf, nicht in irgendein Haus, in irgendeine Bedürftigkeit, die er umsorgt und sich kümmert, sondern er nimmt sie in den eigenen Lebensvollzug auf. Er gibt ihr einen Platz, so wie wir es tun sollen, wenn wir wahre Jüngerschaft Christi leben wollen. Ihr einen Platz geben. Wir sollen sie in unser eigenes aufnehmen und das, was wir heute tun, jeden Tag neu bezeugen. Sie als unsere Mutter und Mutter der Kirche verehren, weil sie in unser eigenes gehört.